Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM18. Wir haben in der letzten Folge gegen Bilbao gespielt. Ach, ich ärgere mich immer noch ein bisschen, ne, über das Spiel. Muss heute aber besser laufen. Wir spielen gegen Parma, da werden wir wirklich nicht viel ändern. An der Tatsache, dass wir komplett rotieren. Ich habe schon aufgestellt, nur Bertini wird eigentlich drin bleiben. Und dann halt das Rückspiel gegen Bilbao sofort am Donnerstag danach. Also es wird spannend. Wir sind immer noch auf Platz 1 in der Tabelle. In der Serie A, das kann sich jetzt aber leider ändern, weil Juve spielt jetzt. Und zwar gegen Empoli und das sollten eigentlich 3 Punkte normalerweise werden für Juve. Also mal gucken. Erstmal gewinnt Cagliari gegen Crotone mit 4:0. Und was macht Empoli gegen Juventus? Es wäre ja schön, wenn es dann unentschieden geben würde oder so, aber sehr unwahrscheinlich. Ah, knapp. Juve 2:1 gewonnen. Aber Empoli hat auch erst in der 83. getroffen, also erst nach dem 2:0. Schade. Sind damit neuer Erster, allerdings ein Spiel mehr als wir. Unsere U20 hat übrigens das Turnier in Viareggio wirklich gewonnen mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen Bologna, also die sind nicht schlecht. Und obwohl wir halt schon so viele hochgezogen haben, ne? Da sind ja einige dabei, die eigentlich erst in der U20 eingeplant waren, aber jetzt mittlerweile schon. Wieso spielen wir eigentlich am Montag? Jetzt schon in der A-Mannschaft spielen wie Fabre, Longoni, Zanimacchia, Rocco Villa spielt ja auch bei uns in der A-Mannschaft, also ab und zu. Ist schon ordentlich, dass sie es dann trotzdem gewinnen. Also, Parma, Platz 7. Ist jetzt nicht der beste Gegner für die komplette Rotation, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass wir inständig irgendwie nur ein ja, dass wir am besten einfach gewinnen werden oder mindestens halt einen Unentschieden, damit es nicht ganz so tragisch wird. Rom gegen Bari ein 1:1 an dem Serie A Sonntag. Ich glaube, wir sind auch das einzige Spiel am Montag. Torino hat 3:4 verloren gegen Sassuolo, kam gerade noch rein. Mal schauen, ob noch was anderes reinkommt. Anscheinend nicht. Inter hat verloren gegen Genua. Napoli 3:0. Juri mal wieder mit dem Tor. Und Udinese Calcio gegen Fiorentina 0:0. Napoli rückt auch weiter ran. Wir müssen eigentlich dringend gewinnen, aber ich will halt auch in der Euroleague weiterkommen. Also ich muss rotieren einfach. Es geht nicht anders. Atalanta 4:1 gewonnen gegen Lazio. Damit haben die einen kleinen Rückschlag abbekommen. Waren ja auch ein bisschen näher dran an uns, gerade eigentlich auch gleich mit AS Rom und mit Napoli jetzt nicht mehr. Und Spal hat wieder gewonnen, trotz roter Karte in der 14. Minute sind die wieder da. 3 Punkte sind es noch auf Spal, gegen die wir ja leider auch unentschieden gespielt haben. Das ist schon saukrass, wie gut die in dieser Saison spielen. Und nächstes Jahr dann wahrscheinlich direkter Abstieg. So wie mit Angers in der Ligue 1 in unserer ersten oder vielleicht zweiten Ligue 1-Saison. Und Straßburg ja auch, ne? Ich glaube, Straßburg und Angers waren die Vereine, die unglaublich gut waren. Also im Gegensatz zu dem, was sie normalerweise leisten würden. Und eine Saison später dann halt Abstiegskampf. So schnell kann es dann halt gehen. Bari schließt dann heute die Folge ab. Es sind 3 Spiele... innerhalb von, naja, knapp einer Woche. Wie ich gegen Bilbao spielen werde, weiß ich auch noch nicht. Also habe ich mir auch noch keine großartigen Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind das einzige Spiel heute. Ein Sieg bisher gegen Parma, das war in der Hinrunde. Wo es ein... Sehe ich das hier irgendwo? Nein. Terminplan, wo es ein Parma 2:1 Sieg gab mit Di Marta und Vlahovic, die beide getroffen haben. Also so habe ich aufgestellt, wir haben wirklich ganz viel geändert, eigentlich alles. Vlahovic heute vorne ersetzt Di Marta, wir bleiben im 4-2-3-1. Parma, habe ich in der Vorschau gesehen, wird wohl ein 5-3-2 spielen, aber mal gucken, ob das so stimmt. Longoni, Ben Yeloun und die Giovanni Speziale Pedroca, die sollen alle richtig bitte pushen und hinten sollte das hoffentlich auch klappen. Giraudo leicht angeschlagen, der wird fit gespritzt, er hat eine Fußverletzung. Slim Gelassi hatte sich in der letzten Folge leider den Fuß gebrochen. Timen brauche ich dann halt für das Bilbao-Spiel. Also auf geht's. Ich hoffe wirklich, dass es mindestens ein Unentschieden wird. Aber es wird sauschwer, weil ich traue den Spielern das schon zu.
dass sie es halt hinkriegen. Ne? Übrigens, Sidi Berthe, unser verliehener Spieler, genau. Ich musste gerade überlegen, ob wir ihn fest verkauft haben oder nur verliehen. Ist dabei. Also, es wird halt richtig schwer. Das sind alles keine schlechten Spieler bei uns. Und ich traue denen das eigentlich auch zu gewinnen. Das Ding ist halt, Vlahovic vorne muss Tore machen. Ansonsten wird es halt schwer. Aber mal gucken, ne? Hauptsache, wenn wir jetzt gleich gegen Bilbao gewinnen und weiterkommen, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn wir jetzt hier verlieren und gegen Bilbao verlieren oder halt da nicht weiterkommen, dann wird es halt bitter. Also einfach gut spielen am besten. Kann so einfach sein, ne? Einfach gut spielen und man gewinnt. Das klingt einfach. Und wäre schön. Longoni und Giraudo. Benilun, schön gespielt. Vlahovic. Ah, kriegt keine Schussposition. Pedroca. Ganz, ganz knapp. Das wäre natürlich ein wunderschöner Einstand gewesen, aber ja. Leider nur ein Wunsch. Giraudo, dieser Einwurf bitte ein bisschen besser. Ja, Benjelloun in der Mitte ist so viel Platz für Pedroca. Nice. Franco Pedroca, 1-0. Wir gehen auf 1 wieder hoch. An Juve vorbei. Starker Start bisher. 91% Passgenauigkeit nach 18 Minuten. Bei halt wahrscheinlich 85, 86 Pässen. Das hier war super gespielt. Und Pedroca eben hat er noch drüber geschossen. Jetzt trifft er perfekt rein. Sehr nice. Mango wird auf einer fremden Position eingesetzt. Ja, das passiert mal. Erstmal aufpassen jetzt bitte. Oh, hat er viel Platz. Und Bertini, zum Glück steht er da. Das wäre ekelhaft geworden. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass Parma jetzt nicht auf einmal wieder kommt. Wir haben ja leider in den letzten Wochen die blöde Angewohnheit, dass wir gerne mal nachlassen und selbst halt eine 2-0-Führung schön hergeben. Benjelloun lang auf Udokai, legt ab und das ist Longoni. Und das dürfte kein Abseits sein, oder? Nee, wenn er schon einen Rat schlägt, dann muss es halt richtig sein. Sehr nice. 2-0. Läuft. Das läuft irgendwie zu gut gerade, ne? Oh, das sah aber auch verdächtig nach Abseits aus, ne? Also, ich glaube, ihr merkt ein bisschen die Skepsis in meiner Stimme. Ich bin sehr überrascht davon, wie gut es gerade läuft. Udokai ist nicht derjenige. Ist er der hier? Das ist Gabiao. Aber wo ist Udokai? Ich würde sagen, das ist der hier. Das hier ist Gabiao. Aber das hier ist, glaube ich, Udokai. Mal schauen. Ja, das war ja. Aber das Ding ist, es ist wirklich sehr, sehr knapp, oder? Ja gut, hier ist ja bald schon in der Luft. Vlahovic, mach mal deinen Namen da weg. Also das hier ist mit diesem kleinen Köpfchen hier, das ist Udokai. Und ich würde behaupten, der ist im Abseits. Und dadurch hätte das Tor nicht zählen dürfen. Haben wir Glück gehabt. Weil er greift ja hier entscheidend ein. Er gibt ja den Assist. Das ist ja unumstritten. Also es ist für mich Abseits gewesen. Wenn auch sehr, sehr knapp. Aber da hatten wir gerade Glück. Das gleicht sich ja eigentlich auch immer aus, sage ich. Ne? Also auch im echten Fußball finde ich, irgendwann gleicht sich das halt aus. Aber ich hoffe nicht gleich gegen Bilbao. Das wäre dann nicht so schön. Nicht, dass sie jetzt gleich ein Abseitstor machen und das ist dann regulär. Das wäre dann echt scheiße. Ach, na gut. 2-0. Aber ich traue dem Braten halt wirklich nicht, ne? Also, es ist. Es ist irgendwie. Dieser Schatten von den letzten Spielen, der liegt über diesem Spielstand. Ich glaube, gegen Spal hatten wir auch 2-0 geführt, oder? Und dann wurde es ein 2-2. Gegen Bilbao auf jeden Fall 2-0 geführt. Dann 2-2 in der letzten Folge. Gegen Fiorentina hatten wir komfortabel geführt und haben dann 2-2 gespielt. Wir haben gegen Napoli ein Unentschieden gespielt, wo wir besser sein hätten können. Oder was? Nicht gegen Napoli? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir haben ja auch von Napoli auf den Sack bekommen einmal. Ja, ich weiß nicht. Einfach bitte gut verteidigen. Und diese Szene sofort entschärfen, bitte. Gut, kein Foul von Longoni und von, ich denke mal, Giraudo. Aber Parma ist wieder im Ballbesitz. Speziale macht das aber gut. Und Benjelloun gefällt mir auch. Der ist sehr unaufgeregt irgendwie. Weil selbst bei Bongiovanni,
Oder auch Amiri, bekommst du oft die Idee, dass sie nicht wissen, wohin mit dem Ball, und wenn Yedun denkt sich, ja, passt schon. Die ist schön, aber Vlahovic möchte nicht. Die Giovanni möchte nochmal nachsetzen. Oh, kommt. Oh! Nein! Nein, du kannst den Ball doch. Nein, er schießt vom. Was? Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen, oder? Also der Pass jetzt hier, ne? Ich denke mal, der war so gewollt. Der war halt. Oh, der war halt Zucker. Wie geil war der Pass? Und dann schießt er daneben! Holy shit! Oh Gott, dieses Spiel wird auch schon wieder 2-2 enden, oder? Oh, Longoni. Holy shit, wie kann man den daneben schießen? Ah, der Pass war wirklich unfassbar schön. Sah halt wirklich zuerst aus, als ob der auf Vlahovic soll oder halt auf denjenigen, der in der Mitte stand. Ich denke mal, es war Vlahovic. Der kam ja so perfekt nach unten. Schade, dass Longoni den nicht machen konnte. So, da ist Andrea Mango. Wir haben noch knapp 19 Minuten. Oh, schön. Auf Mango. Na, macht den lang auf Vlahovic. Aber Di Giovanni steht da und macht ihn rein. Und Dusan Vlahovic bekommt sogar den Assist. Also, er hat ihn berührt. Ich hätte jetzt eh gedacht, dass dieser kurze Pass von Mango auf Di Giovanni wohl ein bisschen besser gewesen wäre. Und dass Di Giovanni nochmal reinspielt. Also, Moment. Mango kriegt den Ball. Jetzt dachte ich, jetzt hier kurz flach spielen auf Di Giovanni. Dann bleibt Vlahovic ungefähr hier stehen, auf diesem Punkt. Und Di Giovanni kann einfach in den Rückraum passen. Also Rückraum sozusagen, ne? Die 2 Meter nach hinten. Und der Ball kommt dann perfekt. Und das ist Vlahovic, der den Ball echt berührt. Ich weiß aber nicht, ob das Intention war. Ich denke nämlich, ja, nein. Und Di Giovanni macht ihn rein. 3-0. Und das soll es dann doch bitte auch mal gewesen sein, ne? Also, wenn wir jetzt das wirklich noch aus der Hand geben. Oh, Di Giovanni, Bolz, Bolz, Bolz! Gull! 4-0! Also ganz ehrlich, das muss es gewesen sein. Wenn wir jetzt wirklich ein 4-0 innerhalb von 17 Minuten aus der Hand geben, dann zerreiße ich meinen Vertrag. Noch im Stadion. Sehr schön. Klappt gut heute. Hoffentlich auch gleich gegen Bilbao. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich. Die spielen so gut, dass ich da eigentlich schon jemanden empfehlen sollte für das Spiel gleich, oder? Schwer zu sagen. Udokai auch mit einer guten Leistung. 8,6, nicht nur wegen seiner Vorlage halt. Wir bringen mal Musacchio rein, weil er ein bisschen Spielpraxis braucht. Taimann auch nochmal kurz, damit er leicht angewärmt wird für das Spiel gegen Bilbao. Und auch Amiri. Der war ja auch lange, lange verletzt. Vielleicht kann er jetzt langsam mal wieder was zeigen. 3 Minuten noch regulär zu spielen, plus Nachspielzeit. Dürften auch nicht so viele Minuten werden. Maximal 3, denke ich. Das Spiel ist ja jetzt eh entschieden. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht 4 Gegentore kassieren innerhalb von 2 Minuten. Aber vielleicht ein 5-0 ist doch drin, wenn die Giovanni hier durchkommt. Unten wäre Platz für Longoni. Nochmal in die Mitte gelegt. Oh, abgefälscht. Uiuiui. Hätte da Vlahovic ein bisschen schneller reagiert, wäre das Ding wahrscheinlich drin gewesen. Da ist er gleich wieder. Und verliert den Ball. GG. Prozent Passgenauigkeit ist saugut, ne? 480 Pässe sind da angekommen bei uns. Erstmal schauen, was Milanovic jetzt macht mit Alagna. Und noch Bertini, kurz mal ein paar Probleme gehabt. 540 Pässe haben wir insgesamt gespielt. Das ist ordentlich. Ups, jetzt ist es natürlich zu klein. Ach, nicht. Oh, Udokai, sehr nice geklärt. Und das war's, sehr nice. Also. 4-0 gewinnen wir gegen Parma, gegen den Tabellen-7. Gehen auf 1 wieder hoch. Haben das sehr gut gemacht. Freue ich mich. So eine Leistung halt mal, ne? Genau das möchte man halt sehen. Nicht nachgelassen wie leider so oft vorher, sondern einfach zack, 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 zack. Giraudo wird mal fit gespritzt, den brauchen wir jetzt die nächsten 2, 4 Wochen. Wobei nach Bilbao kann man vielleicht sagen, dass er kurz mal sich auskurieren soll mit seiner Verletzung.
Mal schauen. So, Bilbao, die Frage ist halt jetzt 4-2-3-1 oder 5-2-3. Ich glaube, mit dem 4-2-3-1 sind wir super gefahren jetzt die letzten paar Spiele. Das ist momentan unsere Formation, das läuft gut. Und ich glaube, das können wir auch so lassen. Vorne die Marta wieder rein. Links, ja, ich glaube, dann nehme ich wieder Luca Romano. Bon Giovanni klingt auch ganz gut auf der 10, obwohl Ben Yedlin sau stark gespielt hat gerade. Warum wurde da unser Freundschaftsspiel gegen Ägypten abgesagt? Wir brauchen da noch einen Gegner. Wer hat einen Bock? Was wäre denn so eine gute Nation zum Testen? Wir spielen ja schon gegen Griechenland. Die sind die Erste geworden in ihrer Quali-Gruppe. Wieso eigentlich 14. Juni? Ist es nicht ein bisschen sehr spät für einen Test? Warum nicht 2. April? Ja. 14.6. Okay. Warum müssen die. Ach, wurden die Euro-Dinger immer noch nicht gelost? 10. April, nächste Folge? Nee, übernächste vielleicht. 14. Juni beginnt die. Ach so, ja gut, dann brauchen wir ja gar nichts da. Hä? Ist ja logisch, dass es dann abgesagt wird. WTF? Aber ich hätte gerne zwei Tests halt vor der EM. Kriegen wir vielleicht auch hin, sobald die terminiert sind. Also ist jetzt wurscht. 4-4-1-1 hatte Bilbao auch in dem Hinspiel gespielt. Ja, aber Ben Yedlin, ne, das ist jetzt halt auch ein Unterschied, ob es nun Bilbao ist oder halt Parma. Rechts, glaube ich, lasse ich aber die Giovanni. Der hat mir so gut gefallen, dass der, glaube ich, drin bleiben kann. Nee, Spanien nicht. Wäre auch fit genug. Aber ich glaube, Ben Yedlin ist dann ein bisschen zu krass. Bon Giovanni, ja. Dann kommt links Luca Romano rein. Vorne Di Marta. Doppel-6. Pedroca war halt solide. Aber man lässt sich vielleicht blenden durch das Tor. Speziale war eigentlich auch stark. Aber sowohl Tolisso als auch Locatelli sollten das wohl besser hinkriegen. Zumal Locatelli ja auch im Hinspiel verletzt war. Hinten dann Thielmann, links, rechts Conti, Berrettini im Tor. Innenverteidigung wird schwer. Quirós, José Díaz vielleicht. Romagnoli, José Díaz. Ich glaube, Romagnoli und José Díaz wäre besser. Oder Romagnoli und Quirós. Also in etwa klingt das schon ganz in Ordnung. Und ich glaube, das kann auch gut gehen mit so einer Mannschaft gegen Bilbao. Nur man muss dann halt auch mal ein 2-0 verwalten und nicht aus der Hand geben. Ne? Spielen zu Hause, also müssen auch darauf achten, dass wir keine Gegentore bekommen. Timon, du wirst halt die nächsten paar Spiele definitiv spielen. Ne? Also der braucht gar keine Angst haben über seine Spielzeit die nächsten paar Wochen mit der Verletzung von Slim Jelassi. Gavião wäre für 75 Minuten fit, genauso wie Amiri. Locatelli hat leider den Fitnesstest nicht bestanden. Das ist ärgerlich. Bei Bilbao fallen Merino, Muniain, Pedro Domingues und Aguirre aus. Oh, das sind eigentlich vier sauwichtige Spieler für die. Und ganz ehrlich, diese vier Spieler würde ich auch höchstwahrscheinlich für Spanien nominieren. Bis auf Muniain vielleicht. Also beide Mannschaften ordentlich geschwächt. Gut, bei uns kann man sagen, Locatelli und Slim Jelassi sind wichtig, aber Aguirre halt 28 Tore, ne? Das ist schon krass. Haben gegen Levante verloren. Also, haben wir gesagt, Conti kommt rein. Links Thielmann. Und dann ja, Romagnoli und José Díaz klingt schon am besten. Wer hat die beste Note? Ja, es ist José Díaz. Quirós hat eine 7,30. José Díaz eine 7,44. Vorne passt das auch. Locatelli hat den Fitnesstest ja leider nicht bestanden. Der bleibt also draußen. Ja. Tolisso. Vielleicht mal auf der Achterposition. Und Speziale bleibt dann drin. Kannst du das, Kollege? Kriegst du das hin? Bist du ein richtig geiler Typ? Kriegst es hin, oder? Der hat auch die dicken Eier.
Das sehe ich doch von hier. Der kriegt das hin, komm. So, Giraudo nein, Romano kommt dafür rein, Mango, ja, Pedroca, Amiri. Was hätte man noch? So, Domingos Rafael sollte man lieber mal mitnehmen. Und Fabri eigentlich auch für Vlahovic, der gefällt mir leider überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Das ist das gleiche wie mit Di Marta irgendwie. Der funktioniert einfach nicht mehr. Der ist offline. So, mit dieser Elf soll es klappen. Okay, komm, auf geht's. Auf geht's. Gegen Bilbao. Oh, das wird ein schwieriges Spiel, ey. 4-4-1-1, wie erwartet, Blasquez ist vorne, dahinter Martinez. Iñaki müssen aufpassen. Manu Lopez auch, die beiden Außen waren stark im ersten Spiel. Berenguer war auch gut. John Aguirre ist auf der Bank. Juancho ist halt komplett verletzt, also es ist wie im Vorbericht stand. So, Jungs, ich habe Vertrauen in euch, ne? Ihr seid wirklich gut. Ihr könnt gut sein, sagen wir es lieber so. Gut seid ihr, wenn ihr gewinnt. Giray aufpassen, Berenguer aufpassen, Manu Lopez aufs harte Tackling, genauso wie Iñaki. Bei dem packen wir sogar noch das Pressing rein. Vorne lasse ich die mal weg. Oh, sehr viele schlechte Disziplinen. Und dann sollte das passen. Auf geht's. Ich finde es übrigens sehr lustig, ne, wie halt Alisson sich 2 Wochen oder 3 Wochen freuen konnte, dass er halt wirklich der teuerste Keeper der Welt ist. Und dann kommt halt Arrizabalaga und denkt sich, easy. Ich habe nicht gedacht, dass sich halt Chelsea dazu hinreißen lässt, so viel Geld für einen Keeper auszugeben. Aber gut, wenn Courtois geht und Courtois ist in einem. Oh nein, please not, please not, please not, please not, please not, please not! Irre Glück. Bilbao hätte schon längst führen können. Eieiei, das war richtig knapp. Manu Lopez. Iñaki versucht irgendwie reinzudenken, aber kriegt den Ball nicht durch. Manu Lopez hat wieder viel, 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 viel Platz. Ball kommt zu lang. Timen zu Martinez. Oh, José Díaz. Zum Glück klärt er direkt auf Tolisso und nicht zum Gegner. Aber Bilbao startet gleich ordentlich. Uns würde ja 0-0 und ein 1-1 reichen aufgrund der Auswärtstore, aber ist immer so ein ekelhaftes, knappes Ergebnis. Weißt du, es spielt die ganze Zeit vielleicht 0-0 und dann in der 91. gibt es einen Freistoß. Nee, nee, lieber nicht. Di Giovanni, ja, kommt nicht durch, aber Tolisso hat ihn. Läuft da leider auch nicht perfekt los, der Di Giovanni. So, Speziale hat ein bisschen Platz. Leider auch schon gelb, viel zu früh. Da kommt dann bald Domingos Rafael. Jetzt erstmal Di Marta auf Luca Romano. Oh, knappes Ding. Schade. Fuck, wäre das gut geworden. Ah, Blasquez muss gestellt werden. Ja, lass doch mal lieber, weil nicht, dass Martinez da noch. Oh, ist der da frei? Ist der da frei? Ist der da frei? Diaz! Di Giovanni, bitte! Ein schöner Schuss! Nein, der ist nix. Oh, Mann. Da, ich glaube, Diaz hatte einfach zu viel Zeit gerade zum Überlegen. Ihr kennt das ja bestimmt auch, ne? Wenn man wirklich zu viel Zeit hat zum Überlegen, wenn man zu frei steht, dann geht das nicht gut. Ach, Scheiße. Zwei Riesenchancen für uns, eine Riesenchance für Bilbao. Und es steht trotzdem 0 zu 0. Eieiei, 11 zu 4 Schüsse, 6 zu 2 aufs Tor, 62, 38 Ballbesitz und die erste Halbzeit ist in diesem Moment um. Eieiei. Das wird ein richtig enges Spiel. Es wird richtig, richtig eng. Bloß nicht selbstzufrieden werden, Jungs. Domingos Rafael kommt für Spezial, das ist mir einfach zu gefährlich mit einer gelben Karte. Und der Typ ist noch so jung. Vielleicht ist er ein bisschen übermütig dann mal in einem Zweikampf und dann ist alles vorbei. Und mit einer roten Karte gegen Bilbao zu spielen, das wäre tödlich. Also, Jungs, kommt. 0 zu 0 weiterhin. Momentan wären wir weiter durch die zwei Auswärtstore in Spanien, aber
Das kann sich halt so schnell ändern. Bon Giovannis Eckball kommt sehr lang und auch direkt auf den Gegner. Da hat Di Giovanni jetzt aber die Chance, den Ball gut zu verteilen. Vielleicht auf rechts gehen und eine schöne Flanke reinschlagen. Di Marta ist in der Mitte. Di Marta bekommt den Ball und der Pfosten. Ich habe übrigens vergessen, zwei Striche eben schon zu machen. So. Kann dann jetzt auch bitte mal wieder aufhören. Nyaki Williams, 60% Konditionen, der vermeintlich beste Spieler bei Bilbao. Auch bisher noch kein Faktor. Bei uns kommt dann langsam die Frage auf, Amiri für Di Giovanni, Fabri für Di Giovanni oder Bon Giovanni auf rechts. Erstmal Simon mit Luca Romano. Bon Giovanni läuft da super los gerade, aber der Pass von Tolisso ist leider nicht gut. Blasquez, eigentlich hat er kaum Anspielmöglichkeiten. Iñaki läuft zwar oben, aber da wird auch gut mitgelaufen eigentlich. Jetzt hat er nochmal die Chance, vorne wäre jetzt Platz. Oh, das ist gut gespielt. Iñaki Williams muss eigentlich... Nein, José Díaz! Und es gibt Elfmeter für Bilbao. Scheiße. Bertini hat im Hinspiel eingehalten. Und hält ihn wieder. Yes. Bertini, du Gott. Alter, was ein Gott. Holy shit, Amiri kommt rein. Och. Bertini, ich liebe dich, Alter. Fuck, war das gut und wichtig. 20 Minuten noch. Immer noch 0:0. Di Marta, eine Knieverletzung, aber da muss jetzt durch. Romano wäre auf der Bank. Ein Tor wird alles entscheiden jetzt. Und ich habe das Gefühl, es wird noch ein Tor fallen. 4-4-1-1 weiterhin bei Bilbao. Also die ändern ihre Taktik noch nicht. Alle drei Wechsel jetzt vollzogen und immer noch ein 4-4-1-1. Iñaki mittlerweile raus. Fünf Minuten noch. Von mir aus kann es jetzt auch wirklich gar keine Szene mehr geben. Ich bin komplett zufrieden, wenn wir wirklich nichts mehr von diesem Spiel sehen. Fabri kommt rein. Für Luca Romano. Vier Minuten Nachspielzeit. Reicht das wirklich? Reicht das wirklich? Tolisso, Fabri, solange man den Ball hat, sind wir weiter. Ah, yes, Alter. 19 zu 8 Schüsse, 8 zu 5 davon aufs Tor. Gute Chancen vor allem waren das. Plus ein Elfmeter für Bilbao. Und es steht 0:0 nach 90 Minuten und wir sind durch die Auswärtstore, die wir in Spanien geschossen haben, wirklich weitergekommen. Boah. Es war ein bisschen zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Schön, dass sie es annehmen. Boah, eieiei. Das war nervenaufreibend. Di Marta, ein bis drei Tage zum Glück nur mit der Knieprellung. Wir kriegen 500.000. Giraudo darf sich mal kurz ausruhen. Gegen Bari wird dann irgendjemand spielen. Passt schon. Eieiei. Empoli dann Rom, dann Juve. Und ich glaube, hier haben wir leider an den beiden Spielen Euroleague. Das wird eklig, weil sowohl Rom als auch Juve muss man natürlich mit voller Kraft eigentlich begegnen. Also ich würde mir schon einen etwas machbareren Gegner wünschen jetzt, der jetzt nicht ganz so schwer ist im Achtelfinale der Euroleague. Keine Ahnung, was da so weitergekommen ist, das haben wir uns gar nicht angeschaut. Können wir ruhig mal machen, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn das Spiel nicht sterben würde, dankeschön. Köln ist weiter, Ajax, Arsenal, Monaco, Benfica, ja. HSV ist sogar auch weitergekommen. Es gibt aber irgendwie nichts Leichtes mehr, ne?
irgendwie überhaupt nicht. Scheiße. Oh Gott. Mal schauen, was wir bekommen. Wahrscheinlich Bayern, so wie ich unser Glück kenne. So, wen bekommen wir? Es ist Benfica Lissabon. Die haben sich gegen Besiktas durchgesetzt. 1-0 ganz knapp. In der Liga auf Platz 2 waren in der Champions League Playoff Phase rausgeflogen gegen Olympiakos. Dann in der Euroleague-Gruppe mit Spezia gelandet, Dynamo Kiew und Partizan Belgrad. Sind schon aus dem nationalen Pokal raus, gegen Rio Ave. Okay. Nee, hä? Achso, okay, sorry, ist Ligapokal hier. Da sind sie übrigens auch raus. Gegen Sporting. Ah, das wird ein schwieriges Ding. Unser Spiel gegen Juve wurde um einen Tag verlegt. Anstatt Sonntag läuft es jetzt am Montag. Das ist zwar nicht komplett gut, aber es ist hilfreicher als von Donnerstag auf Sonntag. So wie wir es jetzt zum Beispiel mit Bari haben, unseren nächsten Gegner. Platz 18. Danach endlich mal wieder eine Woche Pause. Dann haben wir gesehen, es ist Empoli. Also Benfica haben wir dann wirklich direkt beim Rom und beim Juve-Spiel. Könnte man sich's aussuchen, hätte ich mir es natürlich anders ausgesucht. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Und ja, mal schauen. Mir macht die ganze Sache auf links halt jetzt ein bisschen Sorgen. Mit Jelassi, der kaputt ist. Timon hat sich nicht als perfekt erwiesen bisher. Aber gut, wir haben ihm jetzt auch nicht so viel Spielzeit gegeben wie halt Jelassi, ne? Vielleicht spielt er jetzt auf einmal krass auf, wenn man ihm halt die Möglichkeiten gibt. Die er nochmal vorher nicht hat. Er hat ja extra gesagt, er möchte Spielzeit haben, ne? Also er kann sich ja aktuell beweisen. Auch wenn Bari, auch Empoli, nächste Folge dann, so schlecht platziert sind, wäre es halt für uns ratsam, wenn wir das Spiel nicht so einfach angehen. Gerade halt so in Hinsicht auf das, was zuletzt passiert ist. Ne, Inter spielt gegen Atalanta und Lazio gegen Napoli. Spielen auswärts gegen Bari, gegen Empoli gibt es dann wieder ein Heimspiel. Inter gewinnt mit 3-2 gegen Bergamo. Inter, jetzt so langsam kommen sie aber wieder hoch, ne? Also der Start war ja wirklich unfassbar schlecht. Von Fiorentina habe ich auch lange nichts mehr Gutes gesehen. Die sind auf 12, Inter ist auf 10. Und Lazio hat gegen Napoli verloren. Napoli 2 Punkte hinter Juve und 4 Punkte hinter uns. Allerdings ein Spiel mehr. Bari ist hier 21 Punkte, ein bisschen abgeschlagen von Cagliari. 16 Spiele haben sie schon verloren, 6 haben sie gewonnen. Tordifferenz von minus 21. 5 Gegentore von Juve, 3 von uns im ersten Spiel. Haben aber auch 5 Tore gegen Udinese Calcio gemacht. Die Marta dürfte wieder fit sein. Ich glaube, so viel werde ich im Gegensatz zum Bilbao-Spiel nicht ändern, wenn die Fitness passt. Weil mir das bis auf den Abschluss gut gefallen hat. Wir spielen am Abend, also das letzte Spiel des Tages. Und dann muss ich mal jetzt die Woche wieder nutzen, also offscreen, damit ich ein bisschen mehr an der Kaderplanung arbeite. Es geht ja immer so schnell, ne, nach der Transferphase im Winter. Auf einmal hast du Transferschluss, auf einmal ist Saisonende. Torino hat 1-0 gegen Spal gewonnen und damit nach langer, langer Zeit mal wieder ein Ausrutscher von Spal. Das ist interessant.
Da horchen dann natürlich Lazio, AS Rom und Napoli auf. Napoli schon gewonnen, die bleiben jetzt vor Spal. Köln hat übrigens gegen Bayern 2-2 gespielt, kommt da reingeflutscht. Fiorentina 1-0 gewonnen, AS Rom gewonnen, Spezia hat gegen Juve gewonnen. Hört, hört. Nice. Das könnte nice werden, aber ne, ihr wisst es, man muss ja selbst erstmal was hinbekommen. Oh yeah, das wäre schön, wenn man jetzt bitte mal gewinnt gegen Bari, gegen den jetzt Tabellen 19. Ja, also Kaderplanung habe ich jetzt gar nicht gemacht, die letzten paar Tage. Es ist immer noch Stand von dem Screen, den ihr in der vergangenen Folge am Freitag gesehen habt, in der, es müsste die erste Halbzeitpause gewesen sein. Parma 4-0 gegen Udinese Calcio gewonnen. Fossati fraglich, bei uns ist Locatelli immer noch fraglich. Was war denn der Fitnesstest? Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Immer noch nicht bestanden. Ach, gut, im nächsten Spiel dann aber. Sieht von der Fitness eigentlich echt gut aus. Giraudo werden wir ersetzen. Vlahovic kommt mal wieder mit. Ben Yedlin war eigentlich so gut, dass man ihn ruhig mitnehmen kann. Und dass er auch spielen kann. Machen wir es mal so, dass Ben Yedlin in die Mitte geht und bei die Giovanni auch jetzt gerade gegen Bilbao ganz gut war. Luca Romano war nicht so stark. Dann geht Bon Giovanni auf links, Ben Yedlin in die Mitte. Doppel-6. Ja. Passt eigentlich so. Ja, komm, machen wir einfach. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auch wenn ich jetzt die ganze Zeit immer sage, ist egal, welcher Gegner da kommt, immer voll Achtung und schön gucken, was passiert und so weiter. Aber zum anderen, es ist halt auch nur Bari, ne? Solange jetzt nicht ein Totalausfall vorne wieder passiert, sollten wir die eigentlich besiegen. Stadion ist auch komplett leer gefühlt. Nur ein paar Fans da. Aber mal schauen. Es kann natürlich auch sein, dass Bari jetzt hier göttlichst Tiki-Taka spielt. Was jetzt nicht so wünschenswert wäre. Aber mal gucken. Rakitski. Ja, so zum Beispiel, ne? Das geht ganz schnell dann auf einmal. Eckball kommt von Mitrica. Der wird geklärt. Di Marta. Aber ich glaube, die Konterchance, die ist nicht so wirklich da. Aber Bon Giovanni lässt sich auch Zeit. Di Marta rennt und rennt. Aber Bon Giovanni kommt vorbei. Aber dann wird er gut gestellt von Martin Linnes. Heißt er Martin? Ja, ne? Martin Linnes, würde ich sagen, heißt er. Man kann ihn nicht anklicken, aber ich bin mir zu 20% sicher, dass so sein Vorname ist. Di Marta wird das Spiel wohl nicht durchspielen können. Wegen seiner Knieprellung im Spiel gegen Bilbao noch nicht die perfekte Kondition. Und den ersten Verletzten haben wir auch gleich. Di Giovanni, Knieverletzung. Ah, Mist. Amiri kommt rein. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Hoffentlich dann nur so ein Schmarrn wie Knieprellung oder so. Rakitski mit Gelb. Heute auf der Doppel-6 mit Angeleri. Ach stimmt, die haben ja Afonso. Eckball für Bari. Mitrica auf Merda und fast das 1-0. Spielen da Mist. Tolisso. Okay. Der kommt aber an auf Bon Giovanni. Jetzt eine schöne Flanke in die Mitte. Der kommt auf Amiri. Oh Gott. Ja, wir spielen halt irgendwie zu lässig, ne? Von wegen ab. Bari. Ja, hier. Die könnt ihr eh nicht Fußball spielen. Aber sie können's. Und ja, hatten bisher die besseren Chancen.
Wir spielen unsere Karte überhaupt nicht aus. Also es ist leider wie erwartet, dieses Spiel, dass wir ja Kacke sind. Dass wir zu hochnäsig an die Sache wohl rangehen. Das geht halt so nicht, Jungs. Speziale hat schon wieder gelb, so früh. Muss ich wieder auswechseln. Domingos Raphael kommt rein und ich hoffe, dass wir jetzt langsam mal was hinbekommen. Ansonsten wird wohl gleich Romano reinkommen für Di Marta, vielleicht Vlahovic. Bin mir da noch nicht sicher. Wäre aber trotzdem erstmal wünschenswert, wenn wir ein 1-0 machen würden. Vielleicht jetzt mit Tolisso. Und Amiri, der sieht gut aus, der Ball. Oh, Gull! Bon Giovanni! Was zum Teufel? Was war das für ein Kopfball? Der war ja perfekter als perfekt. Also Tolisso bringt den Ball auf Amiri, dann kommt eine richtig, richtig, richtig geile Flanke. Was macht Bon Giovanni unten? Boah, es war wirklich sein Kopfball, ne? Es sah scheiße aus wegen der Animation, die der Verteidiger da auch hatte. Ich glaube, Basila war es. Aber, boah. Oder Martin Lindes. Egal. Hauptsache Führung, sehr schön. Dann können wir auch ruhigen Gewissens Di Marta rausnehmen und dafür Vlahovic bringen. Ruki kam rein für Bari, für Mitrica. Der hatte die ganze Zeit die Ecken geschlagen, die echt gut kamen, aber wo zum Glück nichts bei rauskam. 20 Minuten noch. Wir haben schon alle Wechsel vollzogen. Contis Einwurf landet bei Benjelloun. Und Domingos Raphael. Schade. Wäre da halt nicht mit dem Rücken zum Tor gestanden am Anfang, hätte der wahrscheinlich eingeschlagen. Sehr mutige Aussage, ich weiß, aber ich glaube schon, Vlahovic hat auch einen Schlag abbekommen. Also, Bardi holzt ordentlich. 10 Minuten noch. Spiel ist noch nicht vorbei, ne? 1-0 ist ganz knapp und wir haben eine Historie aus verdattelten Schlussphasen. Und vor allem, wenn es um so viel geht wie eine super Ausbauung der Tabellenführung. 3,5 Minuten noch regulär. Also in der Nachspielzeit, sorry. Jungs, bitte macht keinen Mist. 4-3-3 spielt Bardi mittlerweile. Und es wird noch eine Szene geben. Berrettini auf Timen. Hat eigentlich Platz und Ruhe. So, jetzt wird's gefährlich. Benjelloun und Tolisso. Bloß den Ball nicht verlieren. Das ist halt saumutig gespielt, aber Miri ist zum Glück am Ball. Kommt da durch. Vlahovic ist in der Mitte, kriegt den Ball und trifft den Pfosten und dann den Gegner. Oh, heute machen wir aber viele Striche auf unserer Alu-Strichliste. 17 Striche sind es insgesamt jetzt. Da ist Vlahovic nochmal. Oh, schade, wäre der durchgekommen. Schiri, wie wär's mit Abpfeifen? Please? Ich weiß, es sind noch 6 Sekunden, aber eigentlich kann er doch ruhig abpfeifen. Oh, direkt zum Gegner dieser Einwurf. Oh, und dann in dem hohen Ball pfeift er ab. 1-0, knappes Ergebnis gegen bessere Gegner, muss es besser laufen, aber Hauptsache die 3 Punkte, weil Spal verloren, Juve verloren. Wir haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Das ist schon perfekt eigentlich. Vor allem Spezia hatte sogar eine rote Karte. Sehr schön. Perfekt, Empoli, unser nächster Gegner in der nächsten Folge. Vlahovic, 1 bis 3 Tage Knöchelprellung und ach, Di Giovanni leider 5 bis 7 Wochen Bänderdehnung im Knie. Ärgerlich. Hat jetzt 3 richtig starke Spiele hintereinander und jetzt ist er erstmal kaputt. Schade, aber kriegen wir hin. Nächste Folge also Empoli. Was haben wir dann noch? Ist das schon Europa League? Ja, mit Benfica und dann Rom. Oh. Spielen zuerst zu Hause gegen Benfica. Mal gucken, was das wird. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder am Mittwoch. Also bis dahin. Tschö.